fängt der Urlaub schon mal ganz schlecht an. Die Nacht wird mir sicherlich noch ein paar Tage hinterherhängen. Ich bin ja jetzt keine 20 mehr, wo ich mal eben eine Nacht durchmachen kann. Abend ist quasi gelaufen. Ne? Bis man im Hotel ist und so, ist quasi mitten in der Nacht. Doch wer sich beschwert, läuft schon mal auf. Entschuldige mal bitte, ich bin noch nicht ins Bett gekommen. Wieso fühlen sich so viele von Air Berlin betrogen? Wollen die uns verarschen? Also irgendwas stimmt hier nicht. Wir schleusen einen Reporter ein, undercover, und der entdeckt fiese Tricks. Das ist halt auch wieder so eine Form von Beschiss. Das musst du am Anfang klug formulieren. Hauptsache, der Kunde geht leer aus. Wenn es irgendwie unklar ist, ist mein Job zu sagen, immer gibt nichts. Aufgedeckt. Die geheimen Tricks von Air Berlin. Flughafen Köln-Bonn, Ende der Sommerferien. Gerade ist eine Air Berlin-Maschine aus dem portugiesischen Faro gelandet. Für die Urlauber sollten es die schönsten Tage des Jahres sein. Doch die wohlverdiente Erholung hat sich auf der Rückreise in nichts aufgelöst. Also wir sind um 3 Uhr vom Hotel gestartet. Das heißt, wir sind jetzt gleich 12 Stunden unterwegs. Und haben noch 2 Stunden bestimmt vor uns. Die letzten wertvollen Urlaubsstunden verschenkt. Statt Strand warten am Flughafen. Stundenlange Verspätung und dann auch noch auf dem falschen Flughafen gelandet. Mitten in der Nacht im Nieselregen. Und jetzt? Wir haben uns gesagt, es wäre aber alles organisiert, dass hier die Busse stehen würden und wir von hier aus dann nach Düsseldorf gekarrt werden. Wie man sieht, wissen wir noch nicht mal, wo wir oben ansprechen haben. Wir sind jetzt echt langsam kaputt. Offenbar niemand da. Und für Familie Scher aus Kamp Lindfort wird es noch schlimmer kommen. Wir erzählen ihre Geschichte. Um hinter das Geheimnis von Air Berlin zu kommen, dürfen wir nicht auffallen und drehen mit versteckter Kamera. Und so standen wir ziemlich planlos herum und wussten nicht, wie geht's jetzt weiter. Und durch Mund-zu-Mund-Propaganda sagte dann einer, die Busse stehen normalerweise hinter den Taxis, wir gehen dann mal gucken. Und die Karawane ging dann dahin und tatsächlich, da standen Busse. Verspätung? Kann passieren. Aber geht man so mit seinen Kunden um? Vor allem, wenn man um die Verspätung weiß? Wir haben uns im Internet schlau gemacht und festgestellt, dass in Düsseldorf schon stand, dass die Maschine nach Köln umgeleitet wird. Und den Fahrer hat man uns noch gesagt, wir landen in Düsseldorf. Als die Shares gemeinsam mit den anderen Fluggästen endlich den Bus nach Düsseldorf finden, ist niemand von Air Berlin da. Es ist inzwischen 3 Uhr nachts und niemand weiß, wie lange diese Nacht noch dauern wird. Der Frust sitzt tief. Ich hätte zumindest erwartet, dass da jemand steht und mir sagt, bitte, da steht der Bus. Dass da niemand war, das finde ich auch also wirklich unmöglich. Also in Portugal hat man sich auch nicht um uns gekümmert. Die Dame am Air Berlin-Schalter war überhaupt nicht informiert, konnte uns keine gescheiten Informationen geben. Und auf dem Flughafen in Faro gab es noch nicht mal genügend Sitzmöglichkeiten, muss man sagen, weil die meisten Gates einfach geschlossen waren und wir standen dann da dumm rum. Es war eine sehr unangenehme Atmosphäre. Doch dieser Albtraumtrip ist längst nicht zu Ende. Die Situation eskaliert, als Herr Scher bei Air Berlin die Entschädigung haben will, die ihm zusteht. Entschuldige mal bitte, ich bin noch nicht ins Bett gekommen. Wir waren gestern übrig. Und auch er hat erlebt, dass der Ärger am Air Berlin-Schalter nur noch größer wird. Ihre Trophäe, die Sie am Flughafen eines Air Berlin-Schalters erhalten, ist eine Karte, wo drauf steht kundenservice@airberlin.com. Das ist das höchste der Gefühle, was Sie erreichen können. Aber der Reihe nach. Für Air Berlin steht nach eigener Aussage die Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Anders die Meinung im Internet. Ob Ticketstornos, Kundenservice oder Entschädigung wegen Verspätung. Air Berlin fällt negativ auf. Unabhängige Experten sagen, wenn Verspätung, dann auch richtig. 180 Minuten durchschnittlich waren es alleine in den letzten Sommerferien. Länger als jede andere deutsche Airline. Air Berlin rechnet anders und ist stolz auf eine Pünktlichkeit von 90% im Jahresschnitt.
Doch auch die unbearbeiteten Beschwerden sorgen für Unmut. 30.000 hatten Experten für Ende 2013 errechnet. Air Berlin bestreitet das, will uns aber keine Zahlen nennen. Außerdem sei der Kundenservice besser geworden. Also so wie in der Werbung? Aber vor allem wollen wir eins bewegen. Sie. Air Berlin. Your Airline. Der Mythos vom Märchen über den Wolken. Mit der guten Fee, die rote Schokoherzen verteilt. Air Berlin selbst ist auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Die Airline kämpft ums Überleben. Für 2014 droht ein Rekordverlust von 350 Millionen Euro. Jeder Euro zählt. Flotte und Flugnetz sind auf Schrumpfkurs. Spart die Airline auch auf dem Rücken der Fluggäste, indem sie Geld zurückbehält? Wir haben uns auf die Suche nach Insidern gemacht. Viele haben Angst, trauen sich nicht vor die Kamera. Es dauert fast ein halbes Jahr. Dann bekommen wir Kontakt zu diesem Mann, Peter Rottmann. 6 Monate hat er am Service-Schalter von Air Berlin am Flughafen Zürich gearbeitet. Sein Eindruck von einer Zeit, an die er sich nur ungerne erinnert. Air Berlin möchte Geld einnehmen, aber für Schäden, die dem Passagier entstehen, wie zum Beispiel durch einen Flugausfall, eine Flugverspätung, nicht haftbar gemacht werden. Peter Rottmann ist nicht der Einzige, der das so sieht. Schließlich finden wir einen weiteren Mann, der bereit ist, auszupacken. Ihn müssen wir verdeckt drehen, weil er noch immer bei Air Berlin arbeitet und Angst um seinen Job hat. Er sagt, wenn es um Kundenansprüche geht, hat Air Berlin vor allem ein Ziel. Was an erster Stelle ist, ist, dass man so viel wie möglich Geld sparen soll. Jeder Cent, der in der Kasse bleibt, ist ein guter Cent. Ist das so? Und wird die Airline auch Familie Scher abwimmeln? Oder kommen sie schnell zu ihrem Recht? 5 Stunden später als geplant sind die Portugal-Urlauber kurz vor 4 Uhr morgens endlich in Düsseldorf angekommen. Noch an Ort und Stelle wollen sie klären, was ihnen für die Verspätung zusteht. Ist denn jetzt einer von der LBG hier zu sprechen? 3:45. Entschuldigen Sie, ich möchte ins Bett. Da müssen Sie trotzdem warten. Wir müssen hier aufbauen. Also entschuldigen Sie bitte, ich komme jetzt aus Faro. Das Flugzeug hatte mehr als 6 Stunden Verspätung. Ich weiß. Ich möchte gerne die Anschrift haben, wo ich jetzt meinen Ausgleich bekommen kann. Da gibt es so Broschüren, die liegen immer rum. Ihre Fluggastrechte. Nach einer langen Odyssee ist Volker Scher fertig mit den Nerven. Und dann wird er auch noch von seiner Frau für seinen Ton gerügt. Entschuldige mal bitte, ich bin noch nicht ins Bett gekommen. Ich bin von gestern übrig. Eine Airline, die ihre Werbung mit dem Schokoherz ernst meint, die bräuchte Herr Scher jetzt. Aber in Düsseldorf hält man den Kunden lieber auf Distanz. Das sind die Richtlinien. Das sind die Richtlinien. Ja, so, und hier ist die Verbindung mit Air Berlin. Und das ist die Nummer von Air Berlin. Genau, bitteschön. Gut, danke sehr. Von Volker Scher wird die Airline noch hören. Viele andere geben schon an dieser Stelle auf. Peter Rottmann sagt, das ist das Kalkül der Airline. Für so einen Kundenumgang gäbe es sogar Dienstanweisungen. Also mir persönlich ging es dabei, ich sag's jetzt mal, bescheiden. Um nicht zu sagen beschissen. Ich fand's also, ich konnte es mit meinem Gewissen teilweise einfach nicht vereinbaren. Es ist ein Zwiespalt. Man steht vor diesen Leuten und weiß, was man geben möchte, weiß, was man eigentlich selber haben möchte, wenn man an deren Stelle ist und weiß genau, was man geben darf und was nicht. Wenn ich mehr gemacht hätte, als mir vorgeschrieben worden wäre, dann wäre von einer Abmahnung bis zu einer Kündigung alles drin gewesen. Weil ich mich gegen die Anweisung der Verkehrsleitzentrale aus Berlin ableiten lassen. Air Berlin äußert sich auf Nachfrage nicht zu diesen Vorwürfen. Die Schers jedenfalls haben es genauso erlebt. Abwimmeln am Schalter statt ja, dass man mir zum Beispiel anbietet und sagt, dass ich eben Rechte habe, jetzt Forderungen an die Fluggesellschaft zu stellen. Und dass man mir im Grunde die Adresse gibt und sagt, wenden Sie sich bitte dahin, die machen die Ausgleichszahlungen. Die Nacht wird mir sicherlich noch ein paar Tage hinterherhängen.
bin ja jetzt keine 20 mehr, wo ich mal eben eine Nacht durchmachen kann. Ja, ich werde mich gleich hinsetzen und denen einen bösen Brief schreiben und die eben auffordern, diese uns zustehende Entschädigung mir zu überweisen. Wir werden wieder von der Familie hören. Aber gut scheinen die Chancen nicht zu stehen. Eins ist klar, der Kundenservice reagiert erst dann, wenn Post von einem Rechtsanwalt kommt. Vorher werden die Schreiben der Kunden ignoriert. Ist das wirklich so? Air Berlin sagt nein. Wir werden überprüfen, ob das stimmt und schleusen einen Reporter ein in eine Kundendienstschulung der Airline. Zur gleichen Zeit fahren wir zu einem, der sich schon häufig mit Air Berlin angelegt hat. Anestis Nessou ist Anwalt für Wirtschaftsrecht. Er sagt, das Problem mit dem Anspruch auf Entschädigung sei, zwar Recht zu haben, aber es nicht zu bekommen. Man hat, und das muss man sich auch mal tatsächlich immer wieder vergegenwärtigen, man hat einen gesetzlichen Anspruch. Das heißt also, der Anspruch ist auch der Höhe nach im Gesetz festgeschrieben. Er ist nicht verhandelbar. Man ist also nicht auf das Goodwill der Fluggesellschaft angewiesen. Ab 3 Stunden Verspätung hat der Fluggast Anspruch auf Entschädigung. Der hängt von der Flugstrecke ab. 250 Euro gibt es für Entfernungen bis 1500 Kilometer. 400 Euro bis 3500 Kilometer Flugstrecke. Und darüber hinaus, zum Beispiel bei Transatlantikflügen, gibt es 600 Euro. Wieder mal sind gleich mehrere Air Berlin-Flieger zu spät. Wie macht Air Berlin die Fluggäste darauf aufmerksam, dass ihnen eine Entschädigung zusteht? Um nicht aufzufallen, drehen wir mit versteckter Kamera. Letztes Jahr haben wir auch noch dieses Formular für diese EU-Verordnung noch in die Hand bekommen. Nur dieses Jahr ist das gar nicht gegeben. Also wer es nicht weiß, der kriegt das Ding. Also nach den Fluggastrechten hatte ich auch am Air Berlin-Schalter gefragt. Uns wurde so ein kleines weißes Zettelchen hier von den Fluggastrechten ausgedruckt oder gegeben und das sollten wir durchlesen und ja. Ich habe mir den durchgelesen, aber das sind halt, wie es halt so bei Rechten ist, schwer zu verstehen und lauter Bedingungen und wir sind eigentlich so machtlos, wir können da eigentlich gar nichts machen. Auf unsere Rückfrage gibt sich Air Berlin überrascht. Es tut uns leid, dass die Informationen zu den Fluggastrechten von einigen als unleserlich und zu kompliziert empfunden werden. Wir nehmen diesen Hinweis gerne auf und prüfen eine Anpassung des Layouts. Das ist das Zettelchen, um das es geht. Irgendwo im fast absatzlosen Kleingedruckten die Fluggastrechte. Und das soll keine böse Absicht sein? Unser Insider sagt, doch. Das Formular, was dem Passagier ausgehändigt wird, ist bewusst auf kleinem Papier in kleiner Schrift geschrieben. Allerdings ist die Schrift so klein, dass du fast nichts ohne eine Lupe erkennen kannst. Sodass selbst der aufmerksamste Passagier das Interesse am Lesen verliert und das Dokument wegschmeißt. Das hat System. Zumal wir damit unserer Pflicht, der Aushändigung der Fluggastrechte, nachkommen. Und auch das ist merkwürdig. Bei großen Verspätungen muss sich die Airline um die Passagiere kümmern, etwa mit einer Mahlzeit. Doch stattdessen ein Gutschein. Wir haben so Vouchers, also 5 Euro pro Person. Dafür bekommen Sie was zu trinken und was zu essen. Am Düsseldorfer Flughafen gibt es dafür gerade mal ein halbes Brötchen und eine kleine Flasche Wasser. Das muss reichen, egal wie lange man warten muss. Doch wer nicht weiß, dass ihm überhaupt etwas zusteht, glaubt an eine nette Geste. Egal wie viele Stunden man schon auf den Flieger wartet. Wir haben so einen Gutschein bekommen für ein Restaurant. Und ja, was soll man machen? Ich habe auch gar nicht gefragt, warum. 5-Euro-Gutschein. Ach so, wann dann? Ja, diesen Zettel, den ich habe. 5-Euro-Gutschein für ihn und für mich. Ja, dann hat der Flug 5 Stunden Verspätung und man sagt sich, tranquilo, wir sind in Urlaub, Urlaub hat schon angefangen. So. Ein bisschen frustriert ist aber so doll nicht. Viele glauben sogar, Air Berlin, aber auch andere Airlines hätten einen mit so einem Gutschein für die Verspätung schon entschädigt. Unabhängigen Experten zufolge sind nur rund 3% der Fluggäste mit verspäteten Flügen bereit, ihre Entschädigungsansprüche notfalls auch einzuklagen. Gut auch für Air Berlin. Ein Beispiel. In diesem Airbus nach Mallorca hätten bei entsprechender Verspätung 387 Menschen ein Anrecht auf jeweils 250 Euro. Macht zusammen fast 97.000 Euro. Wenn aber nur 3% der Passagiere ihren Anspruch einfordern, kostet das Air Berlin nur 3.000 Euro. Das lohnt sich.
Und Fluglinien WR Berlin sparen an nicht ausgezahlten Entschädigungen richtig Geld. Extrem wichtig für eine Airline in der Krise. Luftfahrtexperte Ottmar Lell hat die Größenordnung ausgerechnet. Man kann grob sagen, dass die Fluggesellschaften etwas weniger als 1% ihres Umsatzes an Fluggastrechten ausbezahlen müssten, wenn sie den Ansprüchen 100% nachkommen würden. 39 Millionen Euro. So viel hätte Air Berlin nach dieser Rechnung im Jahr 2013 an seine Passagiere auszahlen müssen. Wie viel es wirklich war, darüber schweigt die Airline. Fluggastrechte kosten Geld. Und dieses Geld wird versucht zu sparen. Und deswegen wird der Kunde bewusst ein wenig an der Nase herumgeführt. Und ihm werden von Air Berlin die Fluggastrechte teilweise vorenthalten. Den Kunden an der Nase herumführen? Kann das sein? Wir konfrontieren Air Berlin mit dem Vorwurf und erhalten folgende Antwort. Unsere Mitarbeiter haben einen hohen Qualitätsanspruch an ihre Arbeit und erhalten in regelmäßigen Abständen Schulungen, in denen auch ihre Kenntnisse zu den Fluggastrechten weiter vertieft werden. Und? Im Rahmen ihrer Arbeitstätigkeit erwarten wir von unseren Mitarbeitern sowie Handlingspartnern, dass diese ihr Fachwissen entsprechend im Tagesgeschäft anwenden und ihren Verpflichtungen nachkommen. Das wollen wir überprüfen. Unser Reporter, dessen Identität wir schützen, ist bereit für den Einsatz. Er wird an genau so einer Schulung teilnehmen. Air Berlin hat seinen Kundenservice fast vollständig an den Callcenter-Giganten CCC ausgelagert. Ein renommiertes Unternehmen mit mehr als 5000 Mitarbeitern. Nach mehreren Versuchen haben wir es geschafft, dort einen Platz zu bekommen. In einem vierwöchigen Ausbildungslehrgang. Dieser ist speziell auf die Betreuung von Air Berlin-Kunden zugeschnitten. Gibt's hier irgendein System? Oder muss ich das hier alles selber suchen? Es wird ernst. Erste Schulung, Fluggastrechte. Dafür kommt ein Air Berlin-Mitarbeiter extra aus Mallorca. Und der setzt offenbar auf ein merkwürdiges Lernziel. Unwissen. Denn laut EU-Recht gilt, wenn ein Flug so und so viel verspätet ist, gibt es auch Kohle. Wie viel, das wollen wir euch gar nicht sagen. Denn das sollte dem Kunden auch gar nicht sagen. Deswegen hatte ich gerade auch nach diesem Voucher gefragt. Ich habe vor ein paar Tagen Fernsehen geguckt und da kam es wirklich zu Veränderungen zugunsten des Fluggastes. Ganz genau. Deswegen hatte ich gefragt. Also alle meine Nachfragen zu Fluggastrechten sind eigentlich im Nichts gelandet. Das war immer, also im höchsten Maße vielleicht die Aussage, ja, das ist ja öffentlich zugänglich, das kann ja jeder irgendwie für sich nachlesen. Es wurde an keiner Stelle der Schulung explizit darauf eingegangen, was sind diese Rechte, worum geht es da eigentlich, was hat sich da geändert, was sind überhaupt unsere Aufklärungspflichten. Es war immer ganz klar die Ansage, je weniger ihr darüber Bescheid wisst, umso leichter fällt es euch, das sozusagen von euch zu drücken. Und dann soll sich einfach irgendjemand anders drum kümmern, im Idealfall niemand. Wir halten uns als Airline immer sehr bedeckt. Auch bei einem Kofferschaden oder sowas dürft ihr nie eine Auskunft über eine Zahl geben. Gebe ich denn dem Kunden überhaupt irgendwelche Auskünfte? Ob ihm denn prinzipiell irgendwas zusteht an Erstattung? Nein, auf keinen Fall. Das geht alles schriftlich an den Kundenservice und die regeln dann den Rest. Das ist anfangs schwierig, zum Teil so ein Gespräch am Telefon zu handeln. Aber das werdet ihr mit der Zeit lernen. Ihr werdet sehen, es ist überhaupt nicht schwierig. In einer Schulungspause gerät unser Reporter in eine Unterhaltung. Callcenter-Mitarbeiter machen sich über die Air Berlin-Kunden sogar noch lustig. Klar, die wollen auch oft deinen Namen haben und wollen dich anzeigen oder so. Aber gib denen ruhig deinen Namen. Die können überhaupt nichts machen. Wie oft ich schon angezeigt werden sollte, das ist geil. Deeskalationsstrategie. Ja, Herr Müller, ich bin da ganz bei Ihnen. Du darfst nur nie eine hundertprozentige Aussage treffen. Keine hundertprozentige. Nein, das nicht. Und dann kann ich mir super gut vorstellen, dass man in diese Maschinerie reinflutscht und dass einem das dann irgendwann auch gar nicht mehr so seltsam vorkommt und man sich dann über den Kunden sozusagen erhaben fühlt und sagt, ja, der, was die da immer wollen und so. Das scheint so da die allgemeine Stimmung zu sein. So, dass es, ja, am Ende ist es Alltag.
Wir zeigen Peter Rottmann die Aufnahmen unseres Undercover-Reporters. Die Kunden absichtlich dumm halten. Auch der ehemalige Air Berlin Service-Mitarbeiter hatte das in seinen Schulungen gelernt, sagt er. Genau das, was ich jetzt gerade gesehen habe, ist das, was ich 2011 live erlebt habe. Genau so wurde es vermittelt. Nur kommt es für mich jetzt, es kommt jetzt dreimal härter an als damals, wie ich motiviert zu meiner Schulung gegangen bin und alles für selbstverständlich gehalten habe, was mir da erklärt worden ist. Die Kunden abwimmeln, sie dumm halten, sich über sie lustig machen. Das sind unsere Erfahrungen im Schulungscenter bisher. Offiziell hat Air Berlin ein völlig anderes Verhältnis zu seinen Passagieren. Für Air Berlin steht die Kundenzufriedenheit ihrer Gäste an erster Stelle. Auch das Berliner Start-up-Unternehmen Flightride hat andere Erfahrungen gemacht. Die Firma lebt davon, Entschädigungsansprüche von Fluggästen bei den Airlines durchzusetzen, auch bei Air Berlin, und kassiert dafür ein Viertel der Entschädigungssumme. Wir merken sehr oft, dass die Gäste schlecht aufgeklärt werden von den Fluglinien über ihre Rechte. Sie sind oft verunsichert, ob sie diese Rechte geltend machen können, ob das möglicherweise negative Folgen hat, wenn sie mal wieder mit der Fluglinie fliegen wollen. Und auch welche Leistungen ihnen bei einer Verspätung und Annullierung am Flughafen zustehen. Generell besteht da relativ wenig Wissen bei den Fluggästen. Ein Viertel der Entschädigung. So viel also lassen es sich Fluggäste kosten, um überhaupt zu ihrem Recht zu kommen. Mehr als 400.000 Mal hat Flightride das angeblich schon geschafft. Und Air Berlin ist dabei ein altbekannter Gegner. Aus unserer Sicht ist Air Berlin eine der Fluggesellschaften, die sich auf unsere Tätigkeit eingestellt hat. Insofern, sie unterscheiden auf jeden Fall, ob der Anspruch vom Fluggast selber oder über uns geltend gemacht wird. Insofern haben wir mittlerweile mit Air Berlin den Zustand, dass relativ zügig gezahlt wird. Wir haben in vielen Air Berlin-Fällen innerhalb von 2 bis 3 Wochen das Geld hier bei uns. Dass nichts passiert, wenn man es alleine versucht, diese Erfahrung haben im Sommer Sabrina Müller und ihr Freund Olaf Böhnert gemacht. Eine ganze Nacht lang musste das Paar in der Abflughalle auf ihren Air Berlin-Flug nach Mallorca warten. Ein Albtraumstart in die eigentlich schönste Zeit des Jahres. Die Maschine sollte um 16:45 starten. An der Anzeigetafel hieß es dann 1 Stunde später. Kurze Zeit später hieß es wieder 1 Stunde später. Das hat sich weiter fortgeführt bis ca. 11 Uhr abends. Dann hieß es, es ist ein Streik der Fluglotsen in Frankreich. Was die Begründung war, dass unsere Maschine nicht ankommen würde in Köln-Bonn, die aus Frankreich kommen sollte. Im Endeffekt hieß es dann, die Maschine ist gelandet bei uns in Köln-Bonn, aber der Flug wurde gecancelt. Heißt eigentlich Anrecht auf ein Hotelzimmer und 250 Euro Entschädigung. Doch bis heute hat das niemand den Müllers offiziell gesagt. Wir saßen da auf diesen Bänken, die total unbequem sind. Mitten, ich weiß nicht, wie viel Uhr es jetzt war, irgendwie so um 2, 3 Uhr ging überhaupt nichts am Flughafen. Alle Läden waren geschlossen. Da war es totenstill am Flughafen. Und wir saßen da. Ja, irgendwann um 4 oder so fing der Betrieb wieder an. Wir sind mal aufgestanden, um draußen ein bisschen frische Luft zu atmen. Dann sind wir wieder reingekommen, dann war es brechend voll und wir haben noch nicht mehr einen Sitzplatz gehabt. Hat Air Berlin auch hier auf Kosten der Fluggäste gespart? Die Airline schreibt: Bei der Vergabe von Hotelzimmern werden nach Möglichkeit Familien mit Kindern und körperlich beeinträchtigte Gäste als erstes bedient, bevor alle anderen Gäste ihre Hotelzimmer erhalten. Peter Rottmann hat dies aber ganz anders erlebt. Es wurde einem dann mitgeteilt, die Gäste mit einer Air Berlin Goldcard, also super viel Flieger plus beziehungsweise dann noch Familien mit Kleinkindern, würden ein Hotelzimmer kriegen. Und der Rest ist möglichst abzuwimmeln, um das jetzt mal mit eigenen Worten zu sagen. Sprich, die Leute sollen halt dann sehen, wo sie ihre Nacht verbringen. Dabei wäre es offenbar ein leichtes, die Fluggäste vorzuwarnen. Ich konnte morgens früh um 4 Uhr oder 5 Uhr teilweise schon sagen, dass die Maschine abends um 19 Uhr Verspätung hat, weil es gibt ein Programm bei Air Berlin, wo die Umläufe der Maschinen drin sind, die jeder einsehen kann. Air Berlin meint dazu, wann immer rechtzeitig informiert werden kann, geschieht dies auch. Aber nicht in jedem Fall sei das möglich. So oder so, wer nicht informiert wird, muss warten. Und nicht informiert werden offenbar viele. Man hat gehofft, dass das Ganze dann einfach rüberzieht. Dass man wirklich nicht dieser Flut von Menschen ausgesetzt war, sondern einfach nur gedacht hat, komm, wenn sie im Gate verschwunden sind, dann sind sie für dich weg. Weil wer da rauskommt, ist sowieso nicht.
Wir hatten eine Kollegin, die hat sich noch am Flughafen im Backoffice umgezogen in zivile Kleidung. Die hat gesagt, ich gehe in dieser Kleidung gehe ich nicht auf die Straße. Hab ich Schiss. Auch die beiden Mallorca-Urlauber wollten ihrem Ärger Luft machen. Zurück aus dem Urlaub beschweren sie sich schriftlich bei Air Berlin. Ohne Ergebnis. Es ist ja noch keinerlei Reaktion von deren Seiten gekommen. Also nichts, noch nicht mal, dass das Fax eingegangen ist. Und was man im Endeffekt noch machen kann, weiß ich nicht. Also ich habe da jetzt nicht so die Erfahrung, was ich da jetzt für Rechte hätte. Und das ist nun mal, das ist eine Fluggesellschaft, das ist ein Gigant. Ich bin eine einzelne Person. Was kann ich da schon groß ausrichten? Nach unserer Erfahrung wird Air Berlin hier vielleicht ein Standardschreiben schicken, dass es ihnen leid tut und dass sie aber leider jetzt auch nichts machen können. Geld werden sie nach unserer Erfahrung nicht bezahlen. Inzwischen hat Flightride den Fall übernommen. Bisher allerdings genauso ohne Erfolg. Manchmal scheint es eben auch bei Flightride nicht so schnell zu gehen. Einen Monat nach dem Albtraumende ihres Urlaubs warten auch die Shares aus Camp Lindford noch auf Geld von Air Berlin. Zur Erinnerung, 5 Stunden Verspätung beim Rückflug von Portugal, Landung in Köln statt Düsseldorf. 1600 Euro Entschädigung steht der Familie dafür insgesamt zu. Diesen Betrag hatte Volker Scher noch am Tag der Rückkehr eingefordert. Ja, die erste Reaktion kam ja relativ schnell nach einer Woche. Diese Eingangsbestätigung mit Nummer einer Vorgangsnummer. Und eine Woche später machte Air Berlin ein Angebot, 400 Euro Fluggutschein für die Familie. Ja, habe ich denen gleich am nächsten Tag geschrieben, dass ich damit nicht einverstanden bin, sondern eigentlich die 1600 haben möchte. Und dann kam dann auch wieder relativ schnell, da ist vom 14. meine Mail, am 15. kam die Rückmail von Air Berlin. Vielen Dank für die Rückmeldung, wir werden Ihre Einwand prüfen. Die Familie Scher hat eigentlich alles richtig gemacht. Sie haben ihren Buchungscode angegeben, sie haben die Flugzeiten angegeben, sie haben den Anspruch genau beziffert, sie haben eine Frist gesetzt, die Bankverbindung angegeben, das an Air Berlin geschickt. Mehr kann man eigentlich nicht machen selber, aber erfahrungsgemäß wird auch in diesem Fall nicht gezahlt werden. Und tatsächlich, bei Volker Scher hat sich seitdem erst einmal niemand mehr von Air Berlin gemeldet. Am 25. habe ich wieder einen Rechner gesetzt und noch mal drauf geschrieben, was der nun ist. Meine hatten ja nun Zeit, 10 Tage zu prüfen. Ich hatte hier keinen Zahlungseingang, war ja die Frist gesetzt. Und auch diese Mail ist dann letztendlich verstrichen. Und dann habe ich mir gedacht, dann wendest du dich mal an die Schlichtungsstelle. Dieser private Verein kümmert sich außergerichtlich und kostenlos um alle Streitfragen im öffentlichen Personenverkehr. Und jetzt auch um das verkorkste Ferienende von Familie Scher. Wir werden bald schon wieder von Ihnen hören. Herzlich willkommen bei der Air Berlin Group. Ich grüße Sie. So wie hier im Schulungscenter sollen alle Anrufer im Callcenter von Air Berlin begrüßt werden. Freundlich und professionell. Auch sonst wissen die Mitarbeiter ganz genau, was sie den Kunden sagen sollen. Etwa, wenn sich jemand beschwert. Unser Undercover-Reporter, der sich in eine Schulung für das Air Berlin Callcenter eingeschleust hat, führt dazu ein interessantes Gespräch mit seinem Ausbilder. Also, so ein Vorgang, wo einer sagt, mein Flug kam nicht, hatte Verspätung oder das Gepäck ist weg, da sind am Ende 1000 verschiedene Service-Dienstleister mit beschäftigt. Und die Person selber, die hat schon 4 E-Mails geschrieben. Das ist hinterher ein Aufwand, das Ganze richtig alles abzuarbeiten. Das dauert bestimmt 1 Stunde. Ein so ein Scheißvorgang. Und sowas schiebt man am besten. Und natürlich alles, wo wir Geld abdrücken, oder? Das wird auch nach hinten geschoben? Klar. Für den Umgang mit Kundenbeschwerden heißt das im Klartext: immer weg von uns. Weg von dem Callcenter, weg von dem Mitarbeiter, weg von Air Berlin. Immer irgendwie wegdrücken. Was aber tun, wenn die Kunden trotzdem nicht locker lassen? Unser Undercover-Reporter stellt testhalber dazu eine Frage. Wenn jetzt eine sagt, sie hat schon 3-mal geschrieben, gefaxt und hier und da. Dann sagst du, tut uns leid. Dann so Sachen, wie ich das schon mal gesagt habe. Es kam zu einer Umstrukturierung des Kundenservice.
Da sagst du nicht, es gibt keinen Kundenservice mehr, sondern man spricht dann von einer Umstrukturierung des Kundenservice. Und natürlich müssen sich die Kollegen darauf einstellen, dass man die Aufgaben neu verteilt und die Kollegen kommen gerade der Arbeit gar nicht mehr hinterher. Deswegen müsste ich Sie um etwas Geduld bitten. Ich weiß, es ist sehr unangenehm. Ich kann das auch verstehen, dass Sie langsam den Kaffee aufhaben nach dieser Zeit. Aber da kann ich Ihnen leider nichts anderes sagen als Einlullen und hinhalten und das in richtig dreist. Unser Undercover-Reporter will das kaum glauben. Nur generell, die Politik dazu ist ja, wir wissen von nichts, bitte schreiben Sie eine E-Mail. Klammer auf, ins Nirvana, Klammer zu. Und wenn Sie Glück haben, in 2 Jahren kriegen Sie ein Standardschreiben zurück. Ja, genau, so ist es. Also das System, was da dahinter steckt, so ist zumindest mein Eindruck, heißt Desinformation. Das heißt nicht Fehlinformationen, das heißt auch nicht, man soll den Kunden in irgendeiner Art und Weise anlügen oder betrügen. Es geht darum, man soll es im Idealfall gar nicht erst selber wissen. Denn je weniger man weiß, umso leichter fällt es einem tatsächlich im Vier-Augen-Gespräch oder in einer Beschwerdesituation, einfach Nebel zu verbreiten, anstelle von irgendwelchen Informationen rauszugeben. Air Berlin sagt uns, man optimiere kontinuierlich die Servicequalität im Sinne des Kunden. Von diesem Serviceversprechen hat unser Undercover-Reporter in seinen Schulungswochen nichts gespürt. Und es wird noch schlimmer kommen. Es gibt noch ein weiteres Thema, das Fluggäste im Netz auf 180 bringt. Stornierungen und kein Geld zurück. Dabei müssten sie eigentlich immer zumindest einen Teil zurückbekommen, entgegen den Auskünften bei der Hotline. Wenn ein Flug storniert wird, dann hat man als Fluggast ja auf jeden Fall Anspruch auf Rückerstattung von Steuern und Gebühren. Aber das ist was, worüber die Fluggesellschaften tatsächlich nicht informieren und wo der Fluggast eben auch eben im Unklaren gelassen wird und sein Recht erst offensiv einfordern muss, bevor er es auch bekommt. Wir machen den Test und kaufen ein Air Berlin-Ticket von Düsseldorf nach Berlin. Preis gut 55 Euro. Das Ticket selbst kostet nur 1 Euro. Der Rest sind Steuern und Gebühren, gut 34 Euro. Außerdem Treibstoff- und Sicherheitszuschlag, 20 Euro. Wir werden versuchen, dieses Ticket zu stornieren und haben einen Rückerstattungsanspruch auf alles, außer den Ticketpreis von 1 Euro. Und genau da fangen die Probleme an. Viele Fluglinien haben, um mit einem kleinen Ticketpreis werben zu können, viele Preisbestandteile als Gebühren deklariert und beispielsweise Gepäckgebühren und haben deswegen natürlich kein Interesse daran, jetzt da einen Großteil des Gesamtflugpreises zurückzuzahlen. Aber wie kann sich Air Berlin trotz klarer Gesetzeslage vor der Rückerstattung drücken? Nichts einfacher als das, sagt der Ex-Service-Mitarbeiter Peter Rottmann. Wenn der Kunde nicht selber auf die Idee kommt, dass er ein Anrecht auf irgendwas hat, dann hat er Pech gehabt. Unser Undercover-Reporter im Schulungszentrum lernt dazu seine nächste Lektion. Freiwillig bekommen die Kunden nichts erzählt. Wenn sie es aktiv anspricht, kannst du einen Storno-Refund machen, einen Steuer-Refund. Das bedeutet, sie kriegt die Steuern erstattet. Und wenn sie es nicht anspricht? Wenn sie es nicht anspricht, dann sagen wir das auch nicht. Das ist nämlich auch wieder so eine Form von Beschiss. Das musst du am Anfang sehr klug formulieren. Du sagst dann, sie haben einen nicht stornierbaren Tarif. Das bedeutet, von ihrem Flugpreis bekommen sie nichts wieder. Und dann checken die meisten nicht, dass sie ja nicht nur den Flug bezahlt haben, sondern auch noch die ganzen Steuern. Und dann sagt die Kundin, ja, okay, das ist schade, aber machen Sie es bitte. Dann stornierst du einfach und fertig. Wenn die Kundin aber sagt, Moment mal, ich kriege noch die Steuern zurück, dann sagst du, ja, ich habe ja gerade gesagt, von dem Flugpreis kriegen Sie nichts wieder, aber die Steuern erstatten wir natürlich. Aber das ist ja ein anderer Preis. Und dann berechnest du denen eben, wie viel Steuern die zurückkriegen. Soll ich dir das eben mal zeigen? Das ist total einfach. Sprachakrobatik statt Ticketerstattung. Auch so kann eine Airline Geld machen. Jeder Mitarbeiter hat mindestens einmal am Tag mit irgendeiner Stornierung zu tun, beziehungsweise mit einer Anfrage, was passiert eigentlich, wenn ich stornieren möchte.
Und das, dem ist auch extra eine ganze Schulungswoche gewidmet. Also man hat schon damit viel zu tun. Wobei die grundlegende Politik ist, und immer wenn irgendwie davon die Rede ist, es gibt nichts. Wenn es irgendwie unklar ist, ist mein Job zu sagen immer, gibt nichts. Selbst diese Air Berlin-Ausbilderin steht auf Nachfrage unseres Undercover-Reporters ganz offen zu dieser kundenfeindlichen Unternehmenspolitik. Ich dachte, es gibt ein Gesetz, das irgendwie sagt, dass die Anspruch auf die Erstattung von den Gebühren haben. Vielleicht, wenn er klagt, dann könnte er die auch wieder zurückbekommen. Aber erstmal probieren wir es so. Und deswegen gehen manche Leute vor Gericht. Vielleicht kriegen sie auch recht, vielleicht auch nicht. Aber wir vertrauen auf den 90-prozentigen Anteil, der das nicht macht. Ganz schön viel Geld, das da zusammenkommt, oder? Ja, naja, jeder muss gucken, wo er bleibt. Geht es noch zynischer? Das Ignorieren von Kundenrechten wird auf die Spitze getrieben, wenn ein Ausbilder die berechtigten Ansprüche hartnäckiger Kunden auf eine letzte Reise schickt, ins Nirvana. Wenn du jetzt merkst, wenn ich denen das jetzt sage, dann eskaliert das Gespräch und ich habe dir noch 10 Minuten in der Leitung, dann sagst du lieber, schicken Sie doch Ihre Anfrage an die Gutscheineinlösung. Dann bist du ihn los und er hat was zu tun. Es ist zwar nicht allen geholfen, aber es ist dir geholfen. Das ist eine ganz abgebrühte Art und Weise, seine Kunden zu behandeln. Weil es für sich genommen ja nicht rechtswidrig ist. Was hier aber passiert, ist eine einfache Vorenthaltung, keine ausgesprochene Falschinformation. Ich als Jurist würde sagen, das ist eine bewusste Täuschung. Täuschung oder nicht, wir hängen uns jetzt selbst in die Warteschleife. Was wird uns als vermeintlich ahnungslosem Kunden angeboten, wenn wir unser gekauftes Ticket zurückgeben? Zur Erinnerung, bis auf 1 Euro müssten wir alles wiederbekommen. Sie möchten den Flug stornieren? Geht das überhaupt? Und wenn ja, wie geht sowas? Ich habe sowas noch nie gemacht. Ja, das ist möglich. Aber wenn Sie stornieren, bekommen Sie kein Geld zurückerstattet. In diesem Fall ist das so. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Anspruch? Nein. Was hätte ich denn machen müssen, damit ich auch Geld zurückbekomme? Eine Versicherung abschließen zu der Buchung. Und was ist mit den Steuern und Gebühren? Die sind auch nicht rückerstattbar in dieser Tarifklasse. Okay. Dann vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Wiederhören. Wiederhören. Hier hätten wir gar nichts zurückbekommen. Mit einer schlicht falschen Begründung. Offen bleibt, ob uns die Dame angelogen hat oder es einfach nicht besser wusste. Wir fahren zum Köln-Bonner Flughafen. Mit versteckter Kamera gehen wir zum Service-Schalter von Air Berlin und versuchen erneut, unser Ticket zu stornieren. Und wieder macht Air Berlin eine falsche Rechnung auf. Diesmal mit einer neuen Methode. Was wir in der Regel zurückzahlen, sind Steuern und Gebühren, abzüglich einer Bearbeitungsgebühr. Also, ich sehe hier schon, Steuern und Gebühren, das sind 25,16 Euro. Ja, und 25 Euro Bearbeitungsgebühr würden wir schon einbehalten, also 16 Cent könnten Sie zurückbekommen. 16 Cent statt 54,09 Euro. Nicht nur, dass die Dame bei der Berechnung mal eben die Luftverkehrssteuer und den Treibstoff- und Sicherheitszuschlag vergisst. Sie erhebt auch noch eine Bearbeitungsgebühr von 25 Euro. Was sagt der Anwalt dazu? So eine Bearbeitungsgebühr ist definitiv nicht erlaubt. Es ist eine ungerechtfertigte Bereicherung. Das haben auch schon etliche Gerichte in Deutschland zugunsten von Fluggästen entschieden. Das Problem ist nur, am Schalter wird Ihnen die Gebühr auf jeden Fall abgezogen. Da laufen Sie wahrscheinlich vor eine Wand. Eigentlich dürfen die das nicht. Machen tun sie es trotzdem. Air Berlin verweist auf seine allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir machen denselben Test noch 2-mal am Düsseldorfer Flughafen. Und das macht bei Ihnen 34,09 Euro. Und darüber hinaus dürfen wir, wie jeder andere, eine Gebühr für Storno erheben. Und das entspricht 25 Euro. Und dann bleiben 9,09 Euro über. Er denkt an die Luftverkehrssteuer. Wie seine Kollegin lässt aber auch er den Kerosinzuschlag aus der Rechnung raus. Wieder rechtswidrig, sagt der Anwalt. Die Fluggesellschaft darf nur Geld einbehalten für Leistungen, die sie auch tatsächlich erbracht hat. Wenn der Fluggast nicht befördert worden ist, ist auch kein Kerosin für ihn verbrannt worden. Und deswegen ist dann auch keine Leistung erbracht worden. Und entsprechend ist auch der Kerosinzuschlag deswegen zurückzuzahlen. Krönender Abschluss, die nächste Air Berlin-Mitarbeiterin. Bei ihr haken wir sogar nach. Was ist mit den Steuern und Gebühren?
Da kriege ich doch was wieder, oder? Bei diesem nicht. Da steht ein NN. NN bedeutet, da kann man nichts machen. Deswegen sind die so günstig. Das Ticket, ja. Aber ich habe mal gelesen, dass man von den Steuern und Gebühren zumindest was wiederbekommt. Sie können das bei unserem Kundenservice oder unserem Servicecenter einreichen. Ich weiß aber, die nehmen 25 Euro Stornogebühr. In der Regel müssen sie noch dazu zahlen. Bei ihr hätten wir also sogar noch drauf bezahlt. Fazit? 4 Versuche, 4 unterschiedliche Auskünfte. Und nie hätten wir das bekommen, was uns zustand. Air Berlin schreibt dazu: Sehr gerne würden wir Ihre konkreten Erfahrungen in unseren Feedback-Prozess einfließen lassen, da jeder Gast an jedem Anlaufpunkt innerhalb des Unternehmens stets die gleichen Antworten erhalten sollte. Aufgeschlossen für guten Service, solange es das Unternehmen nichts kostet. Wenn es jedoch der Airline ans Portemonnaie geht, wird der Kunde lästig. Das jedenfalls haben unsere Recherchen zu Air Berlin ergeben. Und manches davon erlebt man offenbar auch bei den Mitbewerbern. Die sind sehr wohl serviceorientiert, was den Umgang mit dem Kunden angeht, solange er pflegeleicht ist und solange er sich eben im ganz normalen Geschäftsablauf befindet. Aber wenn irgendwas schiefgegangen ist, dann ist es eben Schluss mit der Servicementalität. Es ist eigentlich ziemlich egal, was dann schiefgegangen ist. Dann sieht man die Fluggesellschaften von der anderen Seite. Dass man bei Air Berlin aber durchaus zu seinem guten Recht und seinem Geld kommen kann, das zeigt das Beispiel von Familie Scher. Knapp 3 Monate nach dem verkorksten Ende des Portugal-Urlaubs hat die Airline doch noch gezahlt. Aus Gründen der Kulanz überweisen wir Ihnen einen Betrag von 1.600 Euro auf Ihr angegebenes Konto. Ich habe gewonnen. Weil Volker Scher im Recht war und vermutlich, weil er die Schlichtungsstelle eingeschaltet hat. Nach dem ganzen Hin und Her hat die Airline die Familie als Kunden verloren. Wenn man mir in Düsseldorf einen 200-Euro-Gutschein gegeben hätte, wäre für mich die Sache auch erledigt gewesen. 200-Euro-Gutschein, Blumenstrauß, wäre okay gewesen. Ich hätte sofort mit Air Berlin wieder gebucht. Statt sich zu einigen, sitzt Air Berlin die Sache offenbar lieber aus. Hält die Kunden hin, verkauft sie für dumm und hofft, dass sie irgendwann aufgeben. Das ist unser Eindruck nach einem Jahr Recherche. Die Fluggesellschaften haben immer versucht, die Passagiere hinzuhalten. Und da ist Air Berlin ein Beispiel, wo das besonders systematisch so gemacht wird, nach dem, was wir wissen. Vielleicht packt die Airline das Schokoherz aus der Werbung mal häufiger aus. Wir sind eins. ARD.